Wir wissen, dass alle aus dem Leben, nichts ist unpolitisch, alles ist politisch und damit ist ganz besonders die Beschaffung auch politisch. Sie ist hochpolitisch. Die Art und Weise, wie ich Vergabeverfahren abwickle als öffentliche Hand, spiegelt wieder die Werte, die ich lebe in dieser Gesellschaft. Die öffentliche Beschaffung verantwortet ein riesiges Budget und das bedeutet, wir müssen einen professionellen öffentlichen Einkauf entwickeln. Und dazu gehören nicht nur klassische Bildungs- und Ausbildungsfragen, sondern dazu gehört auch der Austausch der Fachkolleginnen und Fachkollegen untereinander. Ich finde es ganz großartig, dass wir jetzt so nach dieser langen Zeit wieder wirklich zusammenkommen können. Wir haben natürlich uns alle daran gewöhnt, über Teams und andere Sitzungen uns auszutauschen, aber wir merken ja, das ersetzt nicht das Gespräch miteinander. Wir haben drei Krisen, die sich momentan potenzieren. Wir haben die Klimakrise, wir haben die immer noch die Folgen der Corona-Krise und dann natürlich den furchtbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Zeitenwende betrifft uns alle. Und sie ist vor allem eine Frage des Mindsets und im Kopf, uns darauf einzustellen, die Dinge jetzt umzusetzen. Insofern ist das Sondervermögen im Prinzip das größte Change-Management-Projekt für die Beschaffung, was jemals aufgesetzt worden ist. Ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das im Bayern-BW auch mit der Hilfe des Ministeriums, wir arbeiten jetzt auch alle zusammen an der Umsetzung dieses Sondervermögens, dass wir das, so wie es erwartet wird, auch hinbekommen. Durch diese Verschärfung jetzt aktuell sind einfach ganz viele Themen hochgekommen, Verfügbarkeit von Produkten, Preissprünge, natürlich das große Thema Inflation, wie man damit umgeht. Die öffentliche Beschaffung muss ja nicht nur schnell auf Krisen reagieren können, sondern die muss viele andere strategische Ziele des Staates auch noch unterstützen. Innovationen und Startups zu fördern zum Beispiel, das wird ein Thema sein dieser Konferenz. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Staates zu unterstützen, auch das ist eines der zentralen Themen. Sie muss das Ganze in einem rechtlichen Handlungsrahmen tun, dem Vergaberecht und last but not least die Frage, was können wir tun, um die Profession öffentlicher Einkäufer, öffentliche Einkäuferinnen weiterzuentwickeln. Auch das wird das Thema hier sein. Zur Zukunft der Beschaffung wünsche ich mir, dass wir viel mehr in die Prozesse hineingehen, dass wir viel mehr in das Vergabemanagement hereingehen und wir insofern auch Know-how sichern und einfach Länder, Kommunen und der Bund zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Die Nachhaltigkeit ist nicht mehr wegzudenken. Die muss weiter gelebt werden, die muss umgesetzt werden. Wir haben alles dafür, wir müssen es nur machen. Ich bin heute hier von der Fraunhofer Gesellschaft und trete dafür ein, dass wir das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wirklich ernst nehmen sollten und als Chance sehen und nicht nur als sehr große, unmeisterbare Herausforderung. Beschaffung quo vadis. Heute habe ich gehört, wir verlassen unser Wertesystem nicht. Egal welche Krise, egal welche Thematik wir haben, denn diese vermeintlichen Formalismen sind kein Hindernis, sie sind eine Struktur. Wie wir diese Struktur befüllen, ist unsere Verantwortung, es ist unser Aufgabenbereich. Und da darf ich Sie einladen, nächstes Jahr gemeinsam mit Herrn Lorenz, mit dem Podium, gemeinsam mit Ihrer Institution, mit Ihrer Verantwortung und mit Ihrer Begeisterung, diese Welt zu retten.